anzugreifen. Das ist deprimierend. Reicht ein Heiltrank 2? Wahrscheinlich nicht. Du greifst weiter an. Vielleicht stirbt er jetzt gleich wieder. Ausnahmsweise mal Licht. Nicht, schlägt er schon wieder fehl. So, Schlusserzieher wird lustig. Es reicht! Yeah, Alter, ich mach fast schon Schaden gegen ihn. Ja, 6 Schadenspunkte. 2, ja, ich habe ihn bald. Kritischer Treffer, 200 Schadenspunkte. Was? Hat die letzte Munition aufgebraucht. Stirb endlich! Komm schon, komm schon! Komm schon! Ach komm schon, Spiel! Komm! So, wenn er mich jetzt nicht, habe ich verloren. Ich habe wieder Laden. Ach, fick dich, Spiel. Ich soll vielleicht ein bisschen leveln. Ich habe noch Heiltränke. Leveln. Komm schon! Willst du jetzt bitte mal endlich explodieren? So unerhört, was der aushält. Komm schon, 3. Komm schon! 3. Mich auch spiel. Du mich auch. Ich kann gar nichts mehr mitnehmen, ne? Ja, weil ich schon 200.000 Tonnen mit mir rumtrage. Vielleicht noch ein Dolch? Nö. Das gute Geld. Das gute Geld. Moment. Nehme ich überhaupt nicht lange. Ich habe jetzt, glaube ich, den falschen überspeichert, aber es ist mir gerade egal. Was ist das denn? Das ist eine Tür! Ich dachte, das wäre jetzt irgendwie so eine Art Falle oder so, aus der irgendwelche. Ne, ist nur eine Kerze, okay. Ist hier wer? Nein? Verdächtig. Haben wir hier so? Sieht mir auch verdächtig aus. Wie so eine Falle, die gleich losgeht und mich tötet. Ach, das ist so ein Bilderseil. Ah, kenne ich jetzt das. Das ist, wenn irgendwie so Löcher in der Wand. Die irgendwie so schlecht von Moos bewachsen wären. Warum ist hier keiner? Haus, Keller. Nein, 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 nein. Hilfe! Hilfe! Ich bin definitiv noch nicht für diese Villa gedacht. Nein, ich. Das ist wieder dieser, wenn du keine Ahnung hast, was genau du am Anfang tun sollst, hast du ein Problem. Wo hatte ich jetzt gespeichert? Ich hab's vergessen, sehr gut. Aber instinktiv den richtigen genommen. So, die Karte bleibt hier auch nicht gespeichert. Nein, gut. Was ist denn da hinten, wenn ich da lang gehe? Kriege ich die mit dem Dietrich überhaupt auf? Nö, leider bekomme ich die nicht mit Hilfe eines dieser Ozeans. Dann können wir hier wohl nicht weiter. Lass mich hier raus, Alter. Lass mich hier raus. Weg, weg, weg. Weg, 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 gleich weg. Einfach nur weg. Und ich brauche immer noch. Ich brauche noch ein viertes Hufeisen. Ja, natürlich. Ich glaube zumindest, dass es 4 Hufeisen waren, die ich brauche. Habe ich irgendwas, was ich mit Brecheisen aufstemmen kann? Nein. So, erstmal mich heilen hier und. Ich glaube, ich sollte doch noch ein bisschen in der Stadt leveln. Alternativen.
Karte sagt nein. Oh nein. Gut, dass ich überhaupt nicht weit auseinander stehe. Aha. Dumme Echsen. Könnt ihr denn gar nichts? Ich kann die noch nicht besiegen, oder? Ich muss aber ganz fest an mich glauben, dann kann ich alles schaffen, was ich will. Nein. Nein, kannst du nicht. Jetzt stirb. Und wir erleiden keinen Schaden. Aha, einen ganzen Schadenspunkt. Wow, den Kampf werde ich nie schaffen. Und oben brennt die Sonne. Ist es klug, Wüstengegner mit einer Feuerwaffe anzugreifen? Ist das in diesem Spiel relevant? Gibt es da eine Ordnung? Ich glaube, ich darf gleich schon wieder laden. Ach, leck mich. Spiel! Ist da irgendwas zerbrochen? Hey, was? Moment. 3. 2250, wir kommen in die nächste Stufe. Ach du Scheiße. Level ich ja noch 5 Jahre. Töten wir erstmal die hier. Tun wir so, als könnten wir sie töten. Einen. Wow, hey, hey. Wie viele Lebenspunkte haben die überhaupt? Viele! Mehr als du! Nein. Ich kann nicht speichern im Kampf. Leider. Leider, leider. Weiter geht's weiter. Wenigstens greifen so unterschiedliche Leute an, nicht alle auf den gleichen. Bei näherer Überlegung, vielleicht waren die Kämpfe in Amberstar doch schneller. Okay, es liegt vielleicht daran, dass ich da am Schluss wirklich Schaden gemacht habe. Und mit meiner Kriegerin nimmer getroffen habe, weil 110% Trefferwahrscheinlichkeit. Kann mir das hier auch wieder mal hinbekommen? Ja, 10 Schadenspunkte, warum nicht? Ich habe sie tot bekommen. Aha, fürchtet mich! Ihr schuppigen Echsen. Au. Was? Irgendwas war doch damit Langschwert gerade. Jetzt ziehen wir uns mal ein Stück zurück. Ah, fürchte mich. Ich habe ein mächtiges Schwert, das wahrscheinlich gleich abbricht. Frage ist, greift das scheiß Echsenvieh dann weiter Egil an oder nicht? Ha, ein Schadenspunkt. Aha, dem setzt sie das Sechsfache entgegen. Ja, sie greift weiter Egil an. Au, oh, das war nicht so schön. Hallo? Du, du, dum, du. 7. Komm schon, das Ding kriegen wir klein. Auch wenn es ziemlich groß ist. Wie viele Lebenspunkte hat Igel überhaupt noch? 16, ja, da können wir noch. Das ist alles noch im rot-roten Bereich. Da geht noch was. Ja, ja, komm schon. Derbe Schaden machen. Ich hab's voll drauf. Oder auch nicht. Ah, 2. Das reicht nicht. Mach doch mal 10. Oder 50. Nicht. 4. Das ist noch nicht so das Wahre. Jetzt sollte ich ihn doch mal heilen. Moment, was? Heiltrank? Ich habe ja noch Heiltränke 2 irgendwo. Ja. Ah, toll. Jetzt entscheide ich, das Mistvieh abzuhauen.
Ich habe Level 7 erreicht, hey. Ich habe 48 Lebenspunkte, das steigt. Ach, sie hat mein Kettenhemd kaputt gemacht. Wenn es kein Spiel in diesem Schmied gibt, ne? Dann fahre ich zu den Entwicklern, und zwar zu jedem Einzelnen, und hau jedem Einzelnen in die Schnauze. Und das mit völligem Recht. Ich warne euch, wehe, es gibt keinen Schmied. Dann fangt ihr jetzt besser schon mal an, einen einzubauen, ne? Oder vielleicht gleich zwei. Fünf. Überall ein. Bis man keinen Stein mehr werfen kann, ohne einfach einen Schmied zu treffen. So, jetzt bin ich natürlich wieder für alles zu spät, ne? Ja, natürlich. Nein, ich bin noch rechtzeitig. So, gut. Hier. Was zu will ich? Nein, du hast kein neues Leder. Ey. Können meine Schuhe auch kaputt gehen? Leider, die Schuhe sind kaputt. Falsche Taste mal wieder. Kurzschwert, Langschwert, Buckler. Das Kurzschwert können wir verkaufen. Ja, den Buckler auch. Die Lederstiefel auch. Zettel des Banditen. Was steht denn da drin, diesen Zettel? Muss ich mal. Was soll ich jetzt richtig machen? Ist das nicht wieder links, rechts, links? Wieder so. Ja, das sieht aus wie links, rechts. Ja, das ist wieder. Ja, das kennen wir schon. Toll. Hat's ja fast schon gebracht. Ich weiß immer noch nicht, was ich mit dem Magenbitter mache. Deprimieren. Moment, hab ich auch wieder. Ja, echt gut. Das Problem ist jetzt, die scheiß Typen haben da schon wieder zu. Ich kann also nicht trainieren. Aber was ich machen kann, ist wieder. Ich brauche irgendwas zum Fliegen. Komm, ich hier was zum Fliegen? Ich hoffe es. Ich verhoffe es. Ist gut, wir können hier Dinge einlagern. Silberbesteck. Soll ich das irgendwo abgeben? Ich heb's mal auf. So. Dann das heilige Horn. Lagen wir auch mal ein. Chandras Bernstein nehmen wir mal mit. Eine Laterne. Brauchen wir nur einen, hoffe ich. So, weg damit. Okay, wir werfen die einzelnen da rein. Eine Banditendingens. Das kaputte Kurzschwert werfen wir einfach mal weg. Wie passt der überhaupt in so eine Kiste? Nicht so viel, wie es aussieht. Gut, dann weg damit. Und tschüss. So. Wir haben kaputte Langschwerter. Was soll ich denn mit dem kaputten Kurzschwert? Ich sammle kaputte Schwerter, wisst ihr? So ein Hobby von mir. Aber erstaunlicherweise habe ich die Echsen tot bekommen. Erstmal so ein bisschen heilen hier, ne? Und wie komme ich überhaupt in den nächsten Level? Würde mich jetzt schon mal interessieren und ich glaube wirklich, ich gehe jetzt ein bisschen leveln. Das ist der spannende Teil an dem Display. Ich gehe jetzt mal speichern, wisst ihr das? Ist immer gut. Einfach mal so speichern, ne? Kann ich nur empfehlen, außer bei Amber Stardust sollte man das vielleicht nicht tun. So, wir laufen einfach durch die Stadt und. Das hat jetzt aber nicht lange gedauert. Ich kann immer noch nicht angreifen, wie ich will. Hey, 7 Schadenspunkte. Wie viel haben die? 8 oder so? Kann ich die ja fast schon mit einem Angriff töten. Fast. Also wenn ich den mal treffe. Treffen. Ah, falsches Spiel, Kleiner. Falsches Spiel.
erst hier einen auf großen langen Max machen und dann abhauen, ne? Nein, das habe ich jetzt eben nicht wirklich Nee. Okay, das ist scheinbar beim Banditen, was da zerbrochen ist. Wie lange habe ich gedacht, das wäre jetzt schon wieder mein Leder gewesen. Du haust mir nicht ab. Dich krieg ich, Alter. Und tschüss. So, noch mehr Geld. Was auch immer ich mit dem ganzen Geld schon wieder soll. Zum Beispiel mal zum Trainer gehen. Und dann Attacke weiter steigern. Wer hatte denn hier Lernpunkte? Jo, 5. Aha, 150. Ich hab nichts, ne? Doch, ich hab auch, ich hab 4. Aha. Gibt's da ein Muster, wie viel man da bekommt, oder ist das auch Zufall? Egal, ich bin jetzt. Ich gehe schon wieder. Ich sage lieber gar nichts. Bin fast schon Mächte, nein. Gut, ich bin. Nein, ich will nicht zu weißen Leuten haben. So, Moment. Das kann man keinen rassistischen Witz machen. Verdammt. Egal, wir laufen einfach durch die Stadt. Und warten darauf. Und hoffen, dass die Schwerter nicht abbrechen. Lalala, ist das so voll spannend? Ich könnte diese Kämpfe natürlich rausschneiden oder so, ne? Aber ich muss die Scheiße spielen, also guckt ihr die Scheiße geflixt an, ne? Ja. So, bis der irgendwann mal da drüben ist, ist eh Feierabend. Also, wenn ich treffe. Was höchst unwahrscheinlich ist. Wow. Das Training zahlt sich langsam aus. Das Problem, das ich jetzt habe, ist, dass ich wieder keinen Platz mehr im Inventar habe. Was dazu führt, dass ich Sachen verkaufe, wodurch ich mehr Gold habe, was dazu führt, dass ich wieder keinen Platz mehr im Inventar habe. Wuhu. Das ist toll, ne? Ich weiß. Hat er irgendwas Neues im Angebot? Nein. Eine Keule. Was macht die überhaupt für einen Schaden? Habe ich nie geguckt, oder? Plus 5. Slot. So, habe ich denn schon das Limit erreicht? Noch nicht ganz. Aber fast. Kann ich schon wieder schlafen, damit ich wieder voll geheilt bin? Wahrscheinlich nicht. Gut, laufen wir weiter durch die Stadt. Ich muss bald schon wieder Sachen. Ich hasse es, in Rollenspielen Sachen wegzuwerfen. Kommen viele Diebe heute. Das ist ein guter Tag, um Diebe totzuschlagen. Kannst du ihre Hauptbande nicht töten? Machst du eben auf die alte Art und Weise. Du schlägst einfach alle Banditen tot. Aber hallo! Das ist ja. Das sind jetzt schon Ausnahmezustände, wenn ich 12 Schaden mache. Mein Tee ist schon wieder leer. Wo sind mir knapp 2 Liter Tee gemacht habe. Oh hey. So. Problem, der ist schon wieder so leicht kalt und leicht kalt ist. Naja, es geht noch, aber. Kalter Tee ist so richtig ekelhaft. Du entkommst mir nicht. Moment, ich bekomme die Erfahrungspunkte ja sowieso, ne? Nur die Ausrüstung halt nicht. Scheiß auf Ausrüstung. Kann die gleich eh wieder nicht mehr tragen. Tu mich ausspielen, so. Ich soll mir vielleicht doch mal eine Liste ausdrucken, so. Wenn ich denn hier auf Levelaufstiege bekomme. Aber warte mal. Die will 5000 drin für irgendwas haben, ne? Das
heißt, ich muss jetzt hier mal... Was kann ich denn so mit mir rumtragen? Jo. Ich muss mal schnell zum Händler. Ja, ja, kommt her. Ich schlage euch allen einzeln tot. Wäre auch schön, dass ihr mich immer wieder zu zweit angreifen, obwohl sie doch langsam wissen müssten, dass ich mächtiger bin als sie, aber Details. Aber wenigstens machen die kaum keinen Schaden mehr. Ach, okay, sie haben irgendwo zwischen 8 und 12 Leben. Ja, wahrscheinlich 10 oder so, keine Ahnung. Ist jetzt kein Schwein so. Schlagen wir es einfach tot und gut ist. Nur ein guter Feind ist ein toter Feind, oder so ähnlich, ne? Wissen wir ja alle. So. Egel bewegt sich mal wieder.